So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. In der letzten Folge haben wir das Wrack, ja genau, das Wrack wieder repariert und sind damit losgeschippert und haben die gute Ariel gefunden, die umhergeschwommen ist und nach Hause wollte, aber aus irgendwelchen Gründen immer auf dieser einsamen Insel gelandet ist. Und wir haben für sie, ich weiß gar nicht, ja, das kann man hier leicht Meine sehen. Freunde, die Trolle würden dich lieben. Die hätten mich wahrscheinlich zum Fressen gern. Ja, also dort, wo mein Köppel ist, sieht ja diesen bunten Turm. Das ist das Zuhause von der guten Ariel und damit haben wir sie auch wieder in das Dorf gebracht. Und in der heutigen Folge werden wir uns um die Aufgabe vom guten Christoph kümmern, weil, ne, der Arme rennt uns ja schon lange genug hinterher. Jetzt müssen wir diese komische Lauge kochen. Weiß ja nicht, ob das so richtig ist, aber wir machen das einfach mal so. Wir haben Lauge hergestellt. I can't believe it. This is incredible. Ein bisschen Wolfsborsch haben wir auch noch mit dazu. So. Meeresfrüchtesalat haben wir hergestellt. Ja, Kleidungssets haben wir jetzt ein bisschen viel bekommen. Okay. 121. 124. Ja, bringe Christoph die Lauge. Christoph! Was ist denn der Heini? Ach, da oben brennt er wohl. Wir könnten mal kurz beim Restaurant vom Remis halten. Um zu gucken, was hier Gute Anna denn möchte für ein Gericht. Gemüsepastete, der Knall. Und wie man Gemüsepastete macht, der kann sie knicken. Bitte rennt dort hinten rum. Da sind noch Tomaten ernten. Hallo. Hallo. Hi, darf ich? Ja, Können wir natürlich. reden? Ja, ich bin doch schon dabei. Hallo. Die Lauge sieht fantastisch aus, Puffin. Gute Arbeit. Ah. Okay, die nächste Zutat, die wir für Seife brauchen, ist Öl. Ich verwende normalerweise Kartenöl. Sicher, das könnte man machen, aber warum nicht mal was anderes? Lass uns etwas Neues hinzufügen. Maui hat ziemlich tolle, hässliche Haare. Wir sollten herausfinden, was er dafür benutzt. Er liebt es, über sich selbst zu reden. Daher wird es einfach sein, die Informationen zu bekommen. Ja, Maui ist nicht wirklich schüchtern, oder? Mach's gut. Ich hab doch nicht mit dem Maui reden. Und komm, jetzt nur noch mal hier den Verkaufsstand Einen aktualisieren, schönen Tag noch. verbessern. 3, 5. Gib Oh. mir die Kante. Zwiebeln. Ach nee, ist glaube ich wieder Knoblauch, ne? Ich verwechsel das immer. Bei mir sind es immer Zwiebeln. Maui, wo ist denn hier der? Ach, da, okay. Wer war nicht mit dem reden? Ist immer so anstrengend. Was ich gerade wieder gucken wollte, habe ich auch vergessen. Ey, das ist ja nicht mehr normal. Gab's das halt ein Gedächtnis wie ein Sieb? Aui. Ach, der ist beim Dagobert. Ja, warte Hey, hier mal. drüben. Hallo, Puffin, was kann ich für dich tun? Maui ist immer für dich da, sei denn ich habe was zu erledigen und ich habe eine Menge zu erledigen. Ja, gar nichts.
Ich möchte Christoph bei der Herstellung von Seife helfen und dachte, du hättest vielleicht eine geheime Zutat, die dein Haar so glänzend macht. Ich gehe nicht ohne dein Geheimnis. Du bist lustig, wenn du versuchst, grimmig auszusehen, Puffin. Ich tue so, als ob ich Angst hätte. Nur nichts wird das Haar von jemandem total aussehen lassen wie meins, aber man kann es annähernd so gut hinbekommen. Ich habe ein Wort für dich. Hey. Kokosnuss, voll gerne. Okay, ja. Ich bin raus. Ja, ich bin auch raus. Ich bin raus, habe ich gesagt. So, ich muss Karotten. Gut, hier haben wir Karotten. Ich frage mich, was Goofy gerade vorhat. Alter, ich muss jetzt noch Karotten pflanzen. Okay. Habe ich überhaupt noch Inventarplatz? Ja. Komm, gib mir die Kante. Wenn es verrotten gewesen wären, ja, dann wäre das schon ganz nett gewesen. Na, mit der Vajana. Dann kann ich keine 6 auf einmal. Okay, dann nicht 3. So. Nee. Gut. Okay, dann muss halt so. Ja. Okay, Goofy, anscheinend müsste ich wahrscheinlich nochmal bei dir Sachen verkaufen. Beziehungsweise ich kann das in meine Truhe tun. Ganzen Fische. Hallo Puffin, ja, hallöchen Puffischen. Ja. Dann haben wir nochmal Karotten. Entschuldigung, Goofy. So. Ich glaube, das dürfte dann aber reichen, oder? Wie habe ich denn jetzt noch? Hallo? Eben, ja gut. Da sehe ich ein Mineral. So. Ach nee. Na dann, wir haben viel zu tun. Naja. Ganz viel zu tun haben wir hier. Mir gefällt das Geräusch nicht. So. Okay. Ich frage mich, was Goofy. Oh, Alter, Migi. Ja, nimm mal Feier. Ist toll, wie nett du zu jedem bist. Ja, ich weiß. Kokosnüsse brauchen wir.
Die können wir ja leider nicht pflanzen. Hier mal eine Kokosnuss. 3. Sechs. 9. Oh, muss ich da jetzt wirklich warten? Wie lange brauche ich denn das eigentlich? Für die Kokosnüsse brauche ich dafür lange. Also Zutaten muss ich doch gucken, oder? Drei und drei. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Haben wir hier noch irgendeine Kokosnuss? Ja, aber dafür haben wir jetzt wieder einen Edelstein gefunden, immerhin etwas. Das ist natürlich ärgerlich. Nein, wir fragen, wie machen wir das jetzt? Remy, da gehen wir halt einfach mal zum Remy und fragen ihm jetzt nach einer Aufgabe, beziehungsweise könnten wir einfach die Anna fragen. Aber dann fragen wir die gute Anna. Stimmt's, Goofy? Ich dauere das ja auch gar nicht so lange und die Anna ist weg. Oder hier, einen kleinen Remy, wenn er schon mal hier ist. Ich weiß, dass ich früher mehr Rezeptbücher hatte. Ich kann mich doch nicht mehr erinnern, wo sie sind. Dinge zu vergessen ist ein häufiges Problem. Mickey weiß vielleicht noch, wo sie sind. Glaubst du, ich hätte erst schon eine Weile hier. Wenn du Zeit hast, könntest du ihn bitte fragen, ob er meine Rezeptbücher gesehen hat. Wir sind ein gutes Team. Ja, du gibst mir Aufgaben und ich erledige die Aufgaben. Entschuldigung, ich bräuchte deine... Okay, Mickey ist in seinem Haus. Ich will noch hier mal. Moment. So, lieber Mickey. Wie wär's, wenn wir was gemeinsam unternehmen? Ames Rezeptbücher? Oh ja, ich habe sie von den Vergessen versteckt. Ich habe auf dieser Liste aufgeschrieben, wo ich sie hingetan habe. Oh nein. Das Papier muss nass geworden sein, man kann es nicht mehr lesen. Allerdings, als ich die Liste schrieb, dachte ich daran, wo ich die Bücher versteckt habe. Kannst du deine Magie nutzen, um diese Notiz in Erinnerung zu verwandeln? Danke, Kumpel. Wie soll ich denn das machen, mein Freund? Ja. Okay. Boy. Nee, no. Ja. Nein! Out! Immer so. Ja. Nein! Ja, nein, wir machen das jetzt nicht hier. So. Also war ich hier irgendwo. Oh. Warte, wir müssen mit dem Wally reden. Zeigen, ein Glühbirne, ein Glühbirne ist ein Kanal. Ja. Vielleicht hier? Nein! Oh nein, Donald. Oh! Ah! Ein realen Tee trinken, guter Donald. Das wirst du nicht lange leben, ne? Dein Blutdruck. Ist aber für mich gut. Hallo! Ich hab's kein Goofy. Das war irgendwie irgendwo hier. Hier sein. Ja. Und das dritte Buch war ja dort unten.
haben wir es schon gefunden. Es ging ja schnell. Das war, glaube ich, war das zweite. Ach hier. So. Bringe Remy alle Bücher. Oui, oui. So. Jeder schläft jetzt. Jeder ist in seinem Restaurant. Très bien. Parfait. Ich hoffe, der ist auch noch da, wenn wir dann in seinem Restaurant sind, aber müsste eigentlich, ne? So lang sind die Beine auch nicht so schnell wegkommen. Hallo! Meine Bücher, das ist toll, danke Puffin. Oh, und ich weiß auch schon, welches Gericht ich für dich kochen möchte. Hier ist ein Rezept mit Erdnüssen. Wenn du mir ein paar Erdnüsse besorgst, werde ich es für dich zubereiten. Ich liebe Erdnüsse. Ich auch, süß, bekannt, sie passen zu beiden. Da fällt mir ein, dass ich nach dem Vergessen einen großen Vorrat davon nach Paris gebracht habe. Ich habe keine Erdnüsse im Tal gesehen. Ich kann zurück nach Paris gehen und Erdnüsse besorgen. Oh, das wäre fantastisch. Magnifique. Au revoir. Au revoir. Ich nicht einfach alles aus dem Restaurant in Paris mitnehmen. Natürlich alles kostenlos. Ja. Oh, warte mal. Wir haben doch hier noch Kokosnüsse. Moment. Oder? Muss doch eigentlich gar nicht. Ich bin so dumm. Oh. Oh. Naja, man lernt nie aus. Aber damit habe ich überhaupt nicht gedacht. Oder daran habe ich überhaupt nicht gedacht. So, jetzt nochmal zum guten Remy rein. Die Erdnüsse. Gut. Und nur noch die Karotten und dann haben wir das auch wieder geschafft. Remy, mon chéri, et mon ami. Du hast die Erdnüsse gefunden. Lass uns aus den Erdnüssen, die du mitgebracht hast, einen meiner Lieblingsgerichte zubereiten. Oh. Wir sind ein Gut. Erdnussbutter-Sandwich, ja. Oh, Erdnusswaffeln. Erdnussbutter, da brauche ich. Habe ich überhaupt Weizen? Ja. Okay. Hast gar kein Geld mehr. Hey, du 70 Sternmünzen, das kannst du ja nicht ausdenken. So. Und mit den Erdnüssen. Imbiss. Heute Nacht dachte ich an Roquefort. Ach so, die muss ich kaufen. Boah, das ist gemein. Okay, da muss ich jetzt irgendwas verkaufen. Beziehungsweise würde ich vielleicht einfach sagen, dass ich im Off einfach wieder hier ganz viele Sachen zusammensammeln, verkaufen werde, dass ich einfach ein bisschen Geld wieder habe.
Und dann werde ich auch im Off einfach die Eventpunkte mitnehmen und dann mir halt einige Punkte kaufen oder halt nicht. Einige Punkte, einige Belohnungen. Belohnungen, meine Güte. Kaufen und ja, wenn das nächste Event dann stattfindet, soll ich kann mir vorstellen, dass es zu Weihnachten nochmal ein Event gibt. Das werden wir dann von Anfang an spielen und dann werde ich das auch mal durchziehen. Komplett dann 2, 3, 4 Folgen lang durch und dann werden wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch schönere Belohnungen für mich, wo ich sage, ja, die möchte ich gerne unbedingt haben. Deswegen klemme ich mich dahinter und mache die ganzen Sachen, um diese Belohnungen zu bekommen. Aber das werden wir spätestens in 3 Wochen, 4 Wochen dann herausfinden. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir zur nächsten Folge wiedersehen werden.